Mario kommt jetzt zu mir, nachdem er den ganzen Tag hinter der Kamera verbracht hat. Guten Tag, meine Freunde. Also das ist jetzt so der Abschluss für den ersten Videopodcast-Versuch von Blivico. Versuch? Naja, gut, das ist jetzt die Premiere eigentlich. Genau. Wir wissen, der Hund kommt schon mit dem Stock wieder. Verdammt. Eigentlich also, habe ich gerade gehofft, die dauert ein bisschen länger. Also die lustigen Hintergrundgeräusche und vielleicht auch noch im Bild zu sehen, das ist die Cookie. Ja, und wenn ich gleich irgendwann mal abtauche, dann muss ich ein Stöckchen nehmen. Und ja, aber genau. Das hört er dann auch mit dem Aus und ja, so. Ja, das ist aber nicht das Problem. Wir sind ja relativ entspannt und wollen die ganze Sache ziemlich locker angehen. Was wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen für Unterhaltungswert sorgen wird, ist wahrscheinlich die Mückenplage, die sich hier uns gerade offenbart. Also wenn wir öfter so... Genau, wenn wir also richtig, richtig bescheuert aussehen und um uns schlagen, dann ist das mehr oder weniger nur wegen des Mückenviechzeugs, was sich hier gerade Abendbrot sucht, würde ich sagen. Das wird uns gleich zerfleischen. Jo. Kurzes Fazit des heutigen Tages vielleicht. Wir waren unterwegs in Heringsdorf an der Seebrücke am ZDF Sportstrand. Wir haben uns auf die Schnelle mal eine Der Hund will auch mal ins Bild. Der Hund will auch mal ins Bild. Ah. Okay, jetzt weiter. Ja, wir hatten uns eine ZDF-Presseakkreditierung besorgt, was ziemlich unkompliziert und entspannt abläuft beim ZDF. Ja, wie allgemein alles beim ZDF. Wie, aber da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu, genau. Und haben so ein paar Sachen zusammengedreht und mitgenommen, die sich uns da so offenbart haben. Wir dürftest du jetzt entweder schon die Seen haben oder gleich noch sehen, je nachdem, was ich nachher zusammenschneide. Richtig, genau. Was der Mario nachher so in der Produktion nachher daraus macht. Ich bin gespannt. Ich auch. So, wir haben uns jetzt nicht auf die Schnelle mal irgendwo ins Gebirge verzogen. Vielleicht sieht man hinter uns ein bisschen. Usedom hat auch Geht Hügel. So hoch. Ja, definitiv. Und nicht nur weißen Sandstrand, was, denke ich mal, im Weiteren durchaus etwas auch thematisiert werden wird durch uns. Ja. Denn definitiv. Usedom ist mehr als weißer Sandstrand und Wasser. Und das werden wir wahrscheinlich in Zukunft des Öfteren mal thematisieren. Ich sehe auch immer dieses Meer anstatt den weißen Sandstrand und das Meer. Ja. Ja. Ja, wie war denn dein Tag heute? Ja, ich bin die letzten Tage und Wochen irgendwie, habe ich das Laufen für mich entdeckt, würde ich sagen. Ja, letzte Woche in Berlin schon abgelaufen. Mehrere Kilometer und ja, die letzten Tage irgendwie wieder. Nicht wahr? Wir sind eigentlich viel unterwegs mittlerweile und das ist auch gut so. Das Wetter fordert uns ja praktisch auch dazu heraus. Hm. Mach mal, erzähl mal weiter. Guck ja. Gut. Oh, ich sag mal, Mücken, haben wir eine gute Stelle ausgesucht? Ja, total geil. Ich stehe wirklich gleich da. Mach. Ja, das macht gar nichts. Dieser Hund ist zu gut. Der Hund ist wieder da. Macht aber nichts. Mit klar. Stock. Mit Stock. Los ab. Ja. Wir haben gedacht, wir geben dem Hund auch ein bisschen abendlichen Auslauf. Ja, er musste heute noch reichen. So viel hat es heute nicht bekommen. Ja. Aber oh, ist ein anderes Thema. So, zurück zum ZDF. Zurück zum ZDF. Ja, also wir bleiben jetzt hier. Wir schalten jetzt nicht. Genau. Ja, der ZDF hat sich am Strand von Heringsdorf mehr oder weniger breit gemacht. Ja, so ein bisschen. Aber in wirklich sehr professioneller und sympathischer Art und Weise, muss man dazu sagen. Wenn das manche Urlauber nicht so sehen, wie wir heute festgestellt haben. Ja, genau. Wir wollten eigentlich, aber wir haben uns gedacht, Mensch, ne, wir wollten der Mecker-Oma auch nicht zu viel Platz einräumen. Wir hatten kurz überlegt, aber da war es eigentlich schon zu spät. Ja. Da war es eigentlich schon zu spät. Ja, wir hätten sie noch ganz gern von der Kamera gezogen, aber war schon ein bisschen spät. Ja, sie hatte da so schön den Druck abgelassen dann bei den freundlichen Hostessen, die der ZDF dann doch irgendwie noch engagieren konnte. Oder waren die vom ZDF? Die Kaiserbilder, wer auch immer, die Hostessen noch organisieren. Wollte ich nicht mehr fragen, aber kam ich von ab. Aber vielleicht gibt es ja in den nächsten Tagen und Wochen noch einen zweiten Teil. Ja, mal gucken. Ne? Richtig. Wenn uns die Mücken hier überleben lassen, ne? Ich würde dir jetzt gerne auf den Kopf schlagen. Lass uns schnell weg damit, bevor ich hier gleich in den Gras liege. So. Ja, wie gesagt, eine sehr sympathische und professionelle Arbeit, die der ZDF da leistet, muss man ihnen zugestehen. Auf alle Fälle. Ja. Und durchaus wiederholungswürdig, würde ich mal sagen. Absolut gerne. Ne? Ja. Und sehr angenehme Zusammenarbeit mit dem ZDF. Das hört sich jetzt wirklich. Ne? Arbeit war nun mal so. Ich meine, man muss es ja nur auch nicht zwangsweise schönreden. Richtig.
Ne? Wenn es schön war, darf man das an, auch. Andere Sachen am Strand, ne, die dann nicht so vom ZDF kamen, waren ein bisschen albern. Ja. Lieber sozusagen. Ja. Diese Fressmeile da. Ja, aber das ist das, was man standardmäßig von den Kaiserbädern gewohnt ist. Irgendwie. Egal, ob es Kaisertage sind oder andere große Veranstaltungen. Auf die letzten Minuten, als wir dann feststellten, ja, wir brauchen noch ein paar Stände da. Ja, ne? Ja, ja. War das so alles, was sie da gekriegt haben. Jetzt möchte der Hund mit mir spielen. Das heißt also... Guck mal hier. Ruf ab. Wunderbar. Ja, hilft nicht. Ich denke, das wird auch viel für die Outtakes werden gerade hier. Ja. Egal, nee, wir ziehen jetzt alles durch. Wir kommen jetzt alles rein, ist egal. Okay, gnadenlos. Ja, und wenn es jetzt 20 Minuten geht am Ende. Wenn wir uns die Masse hinlegen. Die gute Nachricht vorab. Willkommen in deine Stadt. Das Leben endet früh, daran teilnehmen. Nicht nur dabei stehen. So, Freunde, wie Vico unterwegs. Heute mit Stress am Fußballstrand vom ZDF. Und wir sollen mal gucken, was hier so geht. Ein bisschen die Veranstaltung mitnehmen. Und da wahrscheinlich unseren ersten Videopodcast draus machen. Und jo, mal gucken, ne? Jetzt? Sehr schön. So, wir sind ja am VIP- und Presseeingang von der ZDF Strandarena. Hier ist definitiv die dekorativere Ecke von der ganzen Veranstaltung. Und alles Wichtige und Offizielle sieht man sowieso im ZDF. Also stehen wir heute mal ganz dekorativ im Hintergrund und an den Ecken, wo sonst eigentlich keine Kamera hinkommt. Und beobachten hier die Leute und reden mit den netten Hostessen im Hintergrund. Und natürlich ganz wichtig mit den Security-Leuten. Und gucken, was hier so passiert. Danke. So, wir stehen hier vorm mittlerweile berühmt-berüchtigten Ballroom, der ja schon seine Berühmtheit dadurch erlangt hat, dass sie die wunderschön bedruckte Plane, die da drauf war, wieder runtergeruppt haben. Und jetzt steht das Ding hier so nackt weiß in der Gegend rum. Und wir waren gerade mal kurz drin und auch die sich bereits rumgesprochenen Temperaturen sind so, wie die Gerüchte waren, also 40 Grad sind gar nichts. Und ja, man darf wohl jetzt schon sagen, dass dieses weiße Ungetüm eher wohl so negativ das Image belastet. Darüber wenig zu sehen von Fabregas. So. Dann sind wir wieder am Berg. Wir mussten gerade Stopp machen, beziehungsweise die Kamera hat automatisch Stopp gemacht, weil die Karte voll war. Richtig. Haben wir schließlich schon den ganzen Tag aufgenommen. Richtig, da ist ja war irgendwann zu Ende. Genau. Aber wir sind ja vorbereitet. Richtig. So, wo waren wir? Bei den Outtakes? Bei den Outtakes. Und dann wollten wir über den Usesom-Spot erzählen. Genau, mit dem haben wir uns nämlich vorher getroffen. Bevor wir uns in die helfenden und fürsorglichen Arme des ZDF begeben haben. Jetzt werden wir mal langsam auf dem ZDF hier. So. Oh, dann kriegen wir die braune Halskrause hier. Ja. Pünktlich ist der Hund wieder da mit seinem Stöckchen. Sehr schön. Aber vielleicht sollte man wirklich mehr über das ZDF reden, weil dann könnte es vielleicht dazu kommen, dass das geplante Timelapse-Video vom Aufbau der Bühne das nächste Mal direkt vom ZDF beauftragt wird und dann auch über die Bühne geht. Richtig, denn wir hatten eigentlich schon währenddessen, ne? Also ja, am Montag wurde der Aufbau begonnen, am Mittwoch hat sich jemand bei uns gemeldet, ob wir nicht ein Timelapse-Video machen wollen. Das war dann so ein bisschen in Planung ein paar Tage und wir haben uns mit denjenigen getroffen, ne? Also die drei Kaiserbäder waren mit, kann man ruhig sagen. Das kann man ruhig sagen, ja. Und dann lief das alles und verlief sich dann aber auch im Sand. Irgendwie genauso schnell wie es kam, ging es auch wieder. Genau, weil lag natürlich nicht an uns. Wir hätten gerne 2,5 Monate den Aufbau der Bühne begleitet. Definitiv, hat mich schon ein bisschen gefreut. Ja? Zu früh. Leider Gottes. Ja, hat dann alles nicht geklappt, weil die Amtsmühlen in den Gemeindeverwaltungen langsamer malen, als der Aufbau der Bühne vonstatten geht. Ja, wie gesagt, ne, Montag wurde begonnen, Mittwoch kam dann die Anfrage, Donnerstag haben wir uns getroffen, ja, und Freitag haben wir geplant, richtig, was machbar, was gemacht werden muss und so. Richtig. Ja. Und dann war es nachher schon zu spät, deutlich zu spät. Ja, leider Gottes. Leider, genau. Aber die Möglichkeit ergibt sich wahrscheinlich nochmal. Vielleicht. Vielleicht. Schön wär's. Ja.
Ja. Vielleicht machen wir beim Abbau. Wäre ja mal so eine Maßnahme, oder? Wäre dann. Weil, allerdings nur für uns. Leider Gottes. Ja. Jetzt will dann keiner mehr sehen. Ja. Wie gesagt, im Vorfeld zu dem heutigen Tag. Medialen Großereignis auf der ZDF-Strandbühne. Ja. Haben wir uns noch mit dem Usedom-Spotter getroffen. Genau, www.usedomspotter.de. Genau, mich fressen gerade die Mücken auf. Oh, mich auch. Schon aber, die ganze Zeit. Das sieht bestimmt lustig aus, weil die ganze Zeit irgendwie rumfummelt. Aber egal. Das ist mein aktiver Beitrag heute für NABU, Peter und den WWF gleichzeitig. Ich sichere die Art der gemeinen Usedomer Feld- und Waldmücke, indem sie von mir essen dürfen. Ja. Ja. Aber gut, was tut man nicht für die Umwelt, nicht wahr? Richtig. Ja. Gut, wie gesagt, wir haben uns mit dem Usedom-Spotter getroffen. War sehr angenehm. Käffchen. Ja. War schon schön. Nette Unterhaltung. Richtig. Und der Blog. Alle raufgehen. Kann man echt sich angucken. Kann man sich angucken, wenn man ein bisschen was das, über die Hintergründe auf Usedom gucken will. Richtig. Ne? Lesen will. Ja. Momentan ein bisschen Fußball fixiert, die ganze Geschichte irgendwie. Ja, aber das ist ja... Aber das ist... In Ordnung. Natürlich. Ne? Ist ja halt vor Ort. Ne? Ja. Deswegen. Genau. Ja. Und ich denke mal, vielleicht unter Umständen im Nachgang, die nächste Zeit, durchaus möglich, dass da ein, zwei Kooperationen von uns zustande kommen. Ich hoffe. Würde mich freuen. Ja. So. Und ich würde sagen, bevor uns die Mücken hier endgültig killen und uns Cookie nach Hause ziehen muss, weil wir nicht mehr laufen können aufgrund von Blutarmut, würde ich sagen, wir brechen die Sache an dieser Stelle ab. Ich weiß nicht mal, ob wir noch auf dem Video zu sehen sein werden, weil wenn ich hier so gerne in den Himmel gucke, sehe ich eigentlich nur noch so Mücken. Und anderes Viehzeug. Und anderes fliegendes Viehzeug, genau. Von daher, also, in diesem Sinne, bis demnächst. Genau, ich denke und hoffe, dass wir das ein bisschen öfter durchziehen hier. Da wird ein bisschen was kommen. Ja. Und dann gucken wir mal. Ja, Cookie sagt auch, Rückzug. Ist klar. Aus der Mückenhölle. Und also denn. Ja, wir sind ja mal weg. Beim nächsten Mal erzählen wir dann auch, was wir überhaupt mit der ganzen Sache hier vorhaben. Richtig, da kommt nämlich noch einiges aus der Schublade, was mittlerweile auf dem Schreibtisch liegt, also den Schritt aus der Schublade eigentlich schon gemacht hat. Mhm. Stichworte sind 1,30. Image-Videos. Der vielleicht anderen Art, hoffe ich jedenfalls, weil das, was ich da bis jetzt zu sehen bekommen habe hier aus der Ecke, ist nicht das, was ich machen würde. Nee. Definitiv nicht. Schön, dass wir uns auch sprachlich ergänzen. Fast schon kopieren können. Ja. Bei uns ist halt CC. Das ist okay. Ja, das ist okay. Bei uns steht alles unter CC. Ja. Nee, alles nicht, aber. Nee, alles nicht. Nee, geht halt nicht. Nee. Aber ansonsten, wie gesagt, falls ihr das jetzt irgendwo auf einem öffentlichen Portal seht, wie Mio. YouTube, wo auch immer, müssen wir gucken. Bei uns im Blog. Bei uns im Blog. Genau, ich drehe mich mal kurz. Wir drehen uns mal? Ja, wunderbar. So. Und falls wir euch mal irgendwo auf der Straße über den Weg laufen, keine Angst, die Kamera ist immer dabei. Nicht immer an, aber es kann durchaus sein, dass wir euch dumm anquatschen. Oder auch weniger dumm. Aber wir quatschen euch an, definitiv. Oder ihr quatscht uns an. Oder ihr quatscht uns an. Macht das. Also wir sind durchaus willens und in der Lage, euch ein Podium zu bieten für... Was auch immer ihr zu sagen und zu zeigen habt. So. Schön, dass der Hund jetzt auch nochmal im Bild war. Ja, genau. Und dann machen wir jetzt Schluss. Mich. Jetzt ist aber auch gut, ne? Ja, jetzt ist gut. Ding ja.